Ich habe halt auch nichts, ne? Ein Sturm zieht auf. Hoffentlich finde ich Yuna bald. Nein. Yuna ist nicht hier. Gott sei Dank. Doch diese Menschen. Sie waren bestimmt Opfer der Mongolen. Wir haben jetzt. Ja, natürlich. Das ist doch so blöd. Blut. Doch keine Wunden. Kann sein, dass sie auch vergiftet worden sind. Jetzt setzen sie es gegen uns ein. Mukos, Barkernik! Sie haben mich vergiftet. Ich kann sie im Sturm abschütteln. Ja, jetzt werden wir wahrscheinlich mit den Konsequenzen unserer Taten konfrontiert. Komm schon! Lama Gaul! Yuna? Bist du das? Zum Glück bist du wieder wach. Ganz deiner Meinung. Die Mongolen haben ein eigenes Gift benutzt. Woher haben sie es? Ich weiß es nicht. Aber sie können es jetzt selbst herstellen. Sie haben es wohl an den Leuten von Qin getestet. Bevor die Stadt verbrannte, sah ich Familien, die in Blutlachen lagen. Es gibt nur noch einen Ausweg. Eine Werbung mit Aloy. Wahrscheinlich die, wahrscheinlich das neue Seine DLC für das VR, PlayStation VR 2. Wollen sie machen. Sammellager in der Nähe. Das ist sozusagen eine Horizon Forbidden West Erweiterung mit Deine Aloy. Deine Sachen sind in der Truhe. Triff mich am Aussichtsturm, wenn du bereit bist. Yuna, die Gute hat uns jetzt zum zweiten Mal den Hintern gerettet. Ich schulde dir eigentlich echt eine Menge. Ich muss Yuna finden. So, wenigstens habe ich jetzt meine Sachen wieder. Weißt du, wenn ich wie Yuna meine ganzen Sachen bekommen hat? Da ist ein besserer Ausblick. Okay. Klettere hinauf und zieh hinüber zum Berg. Ja, bin doch schon dran. Ein Versteck. Irgendwo beim Berg.
Die Yogaku-Pagode. Geschützt, verteidigungsfähig und in unmittelbarer Nähe zur Festung des Khans. Da wäre nur ein Problem. Die Mongolen besetzen sie. Das lässt sich beheben. Auf zu den Pferden. Das lässt sich beheben. Was ist mit deinem Pferd? Auf der Flucht schossen die Wachen auf uns. Sie töteten Sora. Tut mir leid. Dann müssen diese hier halten. Vorerst. Irgendwie ist dieses Pferd nicht ganz so hübsch. Aber gut, eisige Kälte, ne? Reite mit Yuna aus, ist doch schön. Ich weiß nicht. Die Mongolen brannten viele Städte nieder. Hätten wir nur ihre Armee verfolgt, statt einander zu bekämpfen. Wieso hast du dich deinem Onkel ergeben? Ich konnte dich ihnen nicht überlassen. Mein Onkel brauchte einen Sündenbock. Und ich war seine erste Wahl. Er wollte mich nur beschützen. Gemäß seiner Pflicht vor dem Shogun. Ich ergab mich, damit du nach Norden fliehen und den Khan verfolgen konntest. Shimura ist sein Narr, sich gegen dich zu wenden. Für ihn war ich wie ein Sohn. Ich habe seinen Traum zerstört. Indem du das Richtige tatest. Recht zu haben macht nicht immer alles besser. Sag das denen, die du gerettet hast. Wenn wir den Khan töten und die Mongolen verjagen, besteht die Chance, dass dein Onkel dir vergibt? Als ich noch jung war, wurde Shimura mein Vater, mein Sensei, meine ganze Welt. Ich wollte ihn nie enttäuschen. Ich muss darauf hoffen, dass seine Wunde heilt. Was auch geschieht, seine Vergebung ändert nicht, wer ich bin. Er glaubt, ich hätte dich verdorben. Ich traf meine eigene Wahl. Es hat mich viel gekostet, doch ich würde es wieder tun. Selbst wenn der Shogun mich als Verräter brandmarkt. Ja, ne? Scheiße gelaufen. Also nicht so ganz so eigentlich, ganz so einfach. Wir sind fast am Yogaku-Tempel. Es gibt ein Fischerdorf am See. Von dort könnten wir das Tempelgelände ausspähen. Lass die Pferde hier. Wir gehen zu Fuß. Besser ist das. So, da wollen wir mal der Yuna folgen. Der Wald hier ist sehr dicht. Gute Deckung. Für uns und für die Mongolen. Der sicherste Weg zum Tempel ist vielleicht durch offenes Gelände. Oder eingefrorenen See. Müssen wir mal gucken. Ich meine, wir können sie auch alle nach und nach platt machen, wenn wir genug Waffen haben. Sie haben Gefangene. Sie werden erfrieren. Wir befreien sie, säubern das Fischerdorf, dann erobern wir den Tempel. Eine Signalkanone. Um den Tempel vor Angriffen zu warnen. Ich persönlich würde ja eigentlich eher mehr Deckung bevorzugen. Hier zu Tode. Ihr seid jetzt frei. Das waren alle hier.
Der Tempel ist besser geschützt. Ein Ansturm wäre unklug. Sehen wir uns das mal genauer an. So, nehmen wir erstmal hier alles mit, was wir können. Da ist Sprengstoff auf dem Eis. Machen wir es uns zunutze. Bogenschützen beobachten den See. Die sehen uns kommen und schalten uns aus. Locken wir sie zu uns. Wie? Mit der Signalkanone. Das lockt sie auf das Eis. Dann teilen und herrschen wir. Halte Wache. Ich locke sie heraus. Gut, das klingt doch nach einem Plan. Wir nehmen die Signalkanone, holen die her, schießen dann auf die Sprengladung mitten auf dem Eis und dezimieren so ihre Anzahl. Das weckt ihre Aufmerksamkeit. Ich sollte zurück zu Juno. Es funktioniert. Sie sind auf dem Eis. Erlegen wir sie. Die Bastarde sind erledigt. Auf zur Pagode. Yo, ist aber tiefes Eis. Ich will es jetzt nicht beschwören, dass es platzt und kaputt geht, aber... Umsatz gemacht, ne? Wir müssen den Angriff sorgfältig planen. Der Wasserfall ist gefroren. Klettern wir hinauf und dringen von hinten an. Folge dem gefrorenen Wasserfall. Wo ist der Wasserfall? Ich will jetzt mal gucken, ob hier drin noch irgendwas, ob es hier drin vielleicht was gibt. Naja, ein paar Vorräte, ein bisschen Leder, nichts Besonderes. Das läuft doch ganz gut. Mir nach. Ich bin halt echt nicht sicher, ob das Spiel wirklich komplett so durchläuft oder ob wir da vielleicht hätten. Der Kriegsherr und seine Wachen. Wenn er leidet, ergreifen sie die Flucht. Siege den Kriegsherrn und seine Wachen. Bitte!
geschafft. Ihr seid sicher. Wir dachten, wir würden als Sklaven sterben. Die tun euch nichts mehr. So, das lief. Komischerweise läuft es, die laufen die Kämpfe wesentlich besser als gedacht. Ich bin erschöpft. Während die Schleichpassagen mir nicht gefallen. Also mir gefällt der Weg des Spiels nicht. Keine Mongolen. Feste Mauern. Wir sind hier wohl sicher. Hey. Dein Onkel wählte seinen Weg. Und ich meinen. Koto Nashimuras Taktiken studiert. Er kann eine Samurai-Armee zerschlagen. Doch auf uns ist er nicht vorbereitet. Wir lassen ihn bluten. Für Taka. Für alle. So, die Rüstung gefällt mir jetzt optisch jetzt nicht so sehr, die ich jetzt trage, aber auf der anderen Seite hat die halt Taka uns noch gemacht, also Yunas Brüderlein. Jin, hier drüben. So, Kampfhaltungen sind durch, hier ist fast alles durch. Unsterblich. Oh, das sieht eigentlich ganz cool aus. Aber passt schon. Wir könnten die alte Straße von Omi durch Fort Kamino Dake benutzen. Aber die Mongolen kontrollieren sie. Du brauchst Hilfe, um sie zu vertreiben. Ein paar Jäger haben auf dem Sago ihr Lager. Ihr Anführer heißt Takeshi. Freund von dir? Nein, aber er wird tun, worum ich ihn bitte. Und er hat gute Schützen. Triff dich mit ihnen. Ich schleiche mich durch die Burg deines Onkels und treffe unsere Freunde in Omi. Greift ihr das Fort von Süden her an. Ich schlage aus dem Norden zu. Mit deinen Jägerfreunden. Glaubst du, das klappt? Mut? Ja. Sei vorsichtig, Yuna. Du auch. So. Kilometer. Oha. Kann ich irgendwo schnell hinreisen? Da kann ich schnell hinreisen. Da könnte ich auch schnell hinreisen. Es ging hier ziemlich schnell. Jetzt müssen wir halt nur gucken, sind wir jetzt ohne Pferd unterwegs? Norio ist ein gutmütiger Kriegsmensch. So, ich will jetzt mit der Story halt mal jetzt straight weitermachen. Aber die lassen wir natürlich nicht entgehen hier. Also gerade ich selbst gekillt. Vollidiot. Stehen der Scheune mit Stroh? Das war dumm. So, ich nehme einfach irgendein Pferd. Solange ich mit meinem Sora, mit meiner Sora nicht reiten kann, ist mir alles egal.
mal, aber hier kann ich tödliches Gift sammeln. Da hinten ist noch eine Lilie. Oder Wolfsgewächs. Da bin ich nämlich... Ah, ist voll, okay. Vier Stück kann ich also sammeln von allem. Ich verstehe. Der Dicke. Schon. Diese Herausforderungen sind aber viel zu schwer, die kriege ich nicht hin. Wäre natürlich schade, wenn ausgerechnet das Problem wäre. Warum man zum Beispiel nicht den ehrenvollen Weg einschlagen kann. Das wäre echt assi. Könnte ich mir gut vorstellen. Hey, Boys! Das passte doch schon mal ganz gut. In diese Richtung, okay. 29, 28, 270, 260, 250, 240. Gut, beim Pferd wäre ich durchaus schneller. Die 200 Meter tun jetzt auch nicht weh. Ich will die ganzen Schneebären einsammeln. Das sieht, weil in Skyrim sehen die Schneebären halt so aus. War ein schönes Spiel, Skyrim. War nicht schön, dass wir das nochmal dass wir das dann auch nochmal im Stream gespielt haben. Oh,
So, weg mit der Drecksau. Super. Jetzt muss ich mich nochmal heilen. So, wollen wir mal gucken, ob die Takeshi nicht fertig gemacht haben. So. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, das Spiel habe ich echt zu lange in die Länge gezogen. Weil irgendwie habe ich jetzt gar keine großartige